Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen. Jetzt kommt der zweite Teil unserer kleinen Miniserie zum Thema Umweltreporte, Umweltreports, Umweltreportze, von wegen Umweltreports, bleiben wir dabei, von Pkw-Herstellern. Im ersten Teil habe ich mit euch über den Umweltreport 2019 von Tesla gesprochen. Ich habe es ein bisschen offen gelassen, mit welchem Hersteller ich das jetzt vergleichen werde. Ihr habt ein bisschen spekuliert, ihr habt an Porsche gedacht, ihr habt an VW gedacht, ihr habt an Polestar zum Beispiel gedacht. Und heute kann ich euch sagen, nichts davon war korrekt. Leider, wer ein bisschen zugehört hat bei einem der letzten Videos, hat es vielleicht schon rausbekommen. Ich werde jetzt mal den Tesla-Report vergleichen mit dem von Toyota. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, so Toyota, machen die nicht dann noch lauter Verbrennerfahrzeuge mit so ein bisschen Hybrid? Was soll das? Was soll dieser Vergleich? Ich glaube, dass der Vergleich sogar sehr interessant ist, weil auf der einen Seite haben wir hier zwei Unternehmen, die im Moment so ein bisschen dabei sind, sich den Rang gegenseitig abzulaufen, wer der, sagen wir mal, der erfolgreichste Autohersteller in Form von Börsennotierung ist. Ja? Toyota und Tesla, die bauen nicht unterschiedlich, die bauen noch sehr deutlich unterschiedliche Autos, was die Anzahl angeht. Aber was den Börsenwert angeht, da sind beide Hersteller gleich auf. Tesla hat im Moment so ein bisschen die Nase vorn. Also von der Marktkapitalisierung sind die beiden auf Augenhöhe. Und der für mich persönlich wichtigere Grund, diese beiden miteinander zu vergleichen, ist, dass diese beiden Hersteller für bestimmte, ja, in ihrer Kategorie sozusagen die Anführer darstellen. Tesla im Bereich der Elektromobilität, nicht, dass die anderen Elektroautos schlecht sind, aber Tesla, denke ich, kann man schon mit Fug und Recht behaupten, sind technologisch führend. Was den Bereich elektrischen Antrieb angeht, Toyota ist seit über 20 Jahren im Bereich der Hybridtechnik aktiv, ist dort technologisch auch führend, kann man glaube ich noch sagen, wobei es andere Hersteller gibt, wie zum Beispiel Hyundai, die da am Aufholen sind. Sie haben kein Problem, die CO2-Grenzwerte einzuhalten. Sie bieten verschiedenste Modelle an, vom Kleinwagen bis zum SUV, Crossovers, alles irgendwie dabei, was Hybridtechnik angeht. Sie sind sehr erfolgreich dabei. Und von daher steht jeder dieser beiden Hersteller so ein bisschen für ja, die Vorreiterrolle in ihrem eigenen Segment. Also lasst uns mal in den Umweltreport von Toyota reingucken. Übrigens, ihr fragt euch vielleicht, warum dieses Video jetzt erst kommt. Ich habe dieses Video schon mal aufgenommen und Steve und ich waren der Meinung, es ist einfach zu lang geworden. Und deswegen versuche ich es jetzt vor allem nochmal deutlich kürzer zu machen, denn wir haben eure Kommentare gehört und wir wissen, dass ihr nicht immer Zeit habt, 30 bis 45 Minuten euch detaillierte Walkthrough-Videos anzugucken. Also ich versuche es einfach mal, das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Okay, schauen wir einfach mal in diesen Umweltreport rein. Dieser Umweltreport bei Toyota steht unter der Gesamtüberschrift Toyota Umweltherausforderung 2050. Das heißt, Toyota hat sich schon vor Jahren ein Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2050 ganz bestimmte und sehr harte Ziele zu erreichen. Und dazu gehören 6 Schritte, die ich mal hier ein bisschen erläutern möchte. Und die ziehe ich jetzt mal hier ein bisschen größer. Der erste Schritt ist natürlich, das Ziel ist, dass alle Fahrzeuge, die bis 2050 auf den Markt kommen, mindestens zusammengenommen 90% weniger CO2 verursachen als die Fahrzeuge, die in 2010 auf den Markt gekommen sind. Wir sind jetzt in 2020, da müsste also schon einiges passiert sein. Herausforderung Nummer 2 ist, dass das gesamte Produktleben eines Fahrzeuges komplett CO2-frei ist. Das heißt also von der Gewinnung der Rohstoffe über die Vorbereitung der Rohstoffe, die Produktion, den Betrieb bis zum Recycling, der gesamte Lebensprozess, der soll CO2-frei sein. Herausforderung Nummer 3. Und das gehört natürlich mit dazu, ist, dass die Fabriken CO2-frei arbeiten. Herausforderung Nummer 4 ist, die Verwendung von Wasser immer weiter zu minimieren und zu optimieren. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir bei Tesla jetzt öfter schon besprochen haben. Herausforderung Nummer 5 ist, dass man das Ganze einbetten möchte in eine, ja, in eine Gesellschaft, die einfach das Recycling von Materialien für sich als ganz besonders wichtig erachtet. Da sind wir heute ja noch ein bisschen was von entfernt. Und Herausforderung Nummer 6 ist, das Ganze ebenfalls einzubetten. Und hier kommt so ein bisschen, finde ich zumindest, die japanische Mentalität raus in einen Einklang mit der Natur. Also das heißt, sie haben sich wirklich hier ein sehr, sehr großes Ziel gesetzt bis 2050. Das sind noch von heute aus gesehen nur noch 30 Jahre. Das alles zu erreichen, das ist, glaube ich, für so einen Konzern, der pro Jahr an die, ich glaube, knapp 10 Millionen Fahrzeuge ausspuckt, weltweite Fabriken hat, eine ganz schöne Herausforderung.
So, ich werde jetzt nicht Seite für Seite durchgehen, dafür ist dieser Umweltreport viel zu lang, sondern ich springe so ein bisschen von einer zur nächsten Seite und habe mir mal hier auf der Seite 6 des Umweltreports ein bisschen was rausgesucht, was ich ganz spannend finde. Wir fangen mal hier oben an. Okay, also Toyota gibt in dem Report an, dass sie bisher 13,53 Millionen Hybridfahrzeuge produziert haben und diese 13,5 Millionen Hybridfahrzeuge nach ihrer Rechnung haben bisher die Emissionen von 108 Millionen Tonnen CO2 erspart. Einfach dadurch, dass sie eine Menge Benzin und auch Diesel eingespart haben. Ich kann das nicht nachrechnen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kenne das von meinem Toyota Prius, der fährt schon sehr, sehr sparsam. Das kann durchaus hinkommen. Und den Punkt Nummer zwei, den ich ganz interessant finde, Sie geben hier auch an, dass Sie jährlich also bereits große Mengen an Grünstrom und auch grüner Wärme einkaufen. Das machen Sie über den Bezug von Zertifikaten. Und hier sprechen Sie davon, dass Sie also 40 Zertifikate für 40.000 Megawattstunden grünen Strom und für 56 Gigajoule Wärme eingekauft haben. Das heißt also, Sie sind auf dem Weg, so wie Tesla ja zum Beispiel auch, die Produktion auf erneuerbare Energien umzustellen. Dann passt dazu sehr schön die Seite 9, die ich jetzt mal hier aufrufe. Hier haben wir mal eine Übersicht. Eine kleine Weltkarte, eine Übersicht über die Fabriken, die Toyota betreibt. Und hier schreiben sie zum Beispiel, dass die vier Fertigungsstätten in Europa bereits zu 100% mit erneuerbarer Energie laufen. Ich gehe jetzt aber mal sehr stark nach den Zahlen und nach den anderen Aussagen dieses Berichtes davon aus, dass es nicht heißt, dass die überall Solar auf dem Dach haben. Das haben sie. Und überall Wind haben und an Wasserkraftwerken angeschlossen sind und so weiter, sondern dass das eben auch über den Kauf von CO2-Zertifikaten ist. Und das ist so eine Sache, die natürlich noch nicht so hundertprozentig sauber ist. Sie geben zum Beispiel an, dass Sie in dem Werk in Südafrika Solarpaneele installieren. Sie geben an, dass Sie bis 2020, das sollte also schon passiert sein, der Bericht ist ja aus 2019, auch in Südamerika auf 100% erneuerbare Energien umgestiegen sind. Und dass sie also auch die Fertigungsstätten in Asien entsprechend mit Solarenergie ausstatten. Also ich denke, da sind sie dabei, auch wenn sie keine eigenen Solarzellen herstellen. Sowas kann man ja problemlos kaufen und auf die Fabrikdächer draufwerfen, ist ja gar kein Problem. Finde ja so gut, dass sie das auch im Blick haben. Dann kommen wir mal auf die Seite 11. In der Seite 11 haben sie eine Überblick-Tabelle. Um mal zu vergleichen, wo wollen Sie 2050 sein und wo sind Sie 2030? Wir gucken uns hier vor allem mal an, wo sind Sie denn eigentlich im Moment? Also, wo Sie sind im Moment dabei, Sie wollen 2030, also in 10 Jahren, pro Jahr 5,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen und davon sollen inkludiert 1 Million Zero-Emission-Vehicles sein, also zum Beispiel, ja, nicht zum Beispiel, sondern eben Elektrofahrzeuge und Fuel-Cell-Fahrzeuge. Jetzt werden einige von euch gleich wieder sagen, ja, Fuel-Cell-Fahrzeuge, die sind ja gar nicht CO2-frei. Wo kommt denn das Wasserstoff her? Ist einfach mal das Ziel, was sie hier definieren. Lasst uns einfach dabei bleiben. Ziel Nummer 3 oder der Meilenstein Nummer 3, der Meilenstein Nummer 2, bei dem sie sein sollen, das ist hier der grüne Punkt. Bis 2030 sollen die Fabriken 35% weniger Energie verbrauchen. Das im Vergleich zu 2013. Da sind sie also quasi mittendrin. Dann hier dieser Punkt Nummer 2, die Herausforderung, den gesamten Lebenszyklus eines Autos entsprechend CO2-frei zu stellen, steht in dem Text drin, ergibt sich ja automatisch aus den Punkten 1 und 3. Und ja, bis 2030 wollen sie 25% davon bereits erreicht haben. Da haben Sie also schon, Sie sind also auf dem Weg, 2030 wollen Sie 25% erreicht haben davon. Da bleibt natürlich noch eine ganze Menge übrig bis 2050. Vielleicht beschleunigt sich ja auch dieser ganze Prozess. Wenn man sich jetzt diese weiteren Punkte hier durchliest, dann stellt man fest, Sie haben überall schon Fortschritte gemacht. Das ist okay beim Wasser, beim Energieverbrauch, beim Recycling und so weiter. Aber Sie sind eben noch nicht da, wo Sie nach eigenen Worten eigentlich hinwollen. Aber Sie sind auf dem Weg. Wir springen mal zur Seite 20 in den Umweltreport rein und hier unten habt ihr mal sozusagen grafisch dargestellt die Strategie von Toyota bis 2050 eben den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen um 90% zu senken. Und zwar, was ich hier sehr interessant finde, ist auf der einen Seite klar, das ist irgendwie logisch, sie wollen weiter, sie bleiben weiter bei den Hybridfahrzeugen, Plug-in-Hybride, Fuel-Cell, Elektrofahrzeuge und natürlich auch reine Elektrofahrzeuge.
Bei den reinen Elektrofahrzeugen ist hier jetzt so ein, sagen wir mal, so ein People Mover hier unten abgebildet, so ein kleines Ding. Also möglicherweise wollen sie sich tatsächlich auch ein bisschen in diese Richtung konzentrieren und sagen, Elektrofahrzeuge bei Toyota, reine Elektrofahrzeuge werden vielleicht eher kleinere Fahrzeuge werden. Das ist durchaus spannend. Und die andere Seite hier dieser Grafik finde ich eigentlich auch ganz spannend, nämlich anscheinend wollen sie sich so nach und nach von Geländewagen und auch größeren Vans und Pickups und all sowas wahrscheinlich verabschieden. Und das ist eigentlich auch nur logisch, denn mit gerade solchen großen Fahrzeugen wirst du diese Ziele nicht erreichen. Gut, das nehmen wir mal so hin. Das ist eine Aussage. Dann kommen wir mal einfach entspannt zur nächsten Seite. Hier so ein bisschen wird die Sache ein bisschen aufgeschlüsselt. Also auf der einen Seite wollen sie die Modellauswahl und die Möglichkeiten an elektrifizierten Fahrzeugen weiter vergrößern und nennen in diesem Bericht also batterieelektrische Fahrzeuge und plug-in-elektrische Fahrzeuge. Sie wollen auch, und das finde ich auch sehr schön, bestimmte Lizenzen, die sie haben, Patente freigeben, damit sie von anderen Fahrzeugherstellern genutzt werden können, gerade was die Hybridtechnik angeht. Und sie arbeiten, das sehen wir hier drüben, das habe ich auch eben auch schon angesprochen, ja, auch an ganz neuen Varianten an Fahrzeugen. Also ich nenne sie mal People Mover im größeren oder kleineren Bereich. Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur darüber nachdenkt, wie wird so ein Fahrzeug angetrieben, sondern selbstverständlich auch, was für Fahrzeuge brauchen wir denn, ne? Also jeden Tag alleine mit einem, ich sage jetzt einfach mal, Tesla Model 3 zur Arbeit zu fahren, macht sicherlich eine Menge Spaß, aber ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, in einem deutlich kleineren, aber trotzdem komfortablen Fahrzeug unterwegs zu sein, das kann durchaus Rohstoffe und Energie auch einsparen. Seite 23, da geht es jetzt um den Anspruch, den gesamten Lebenszyklus des Produktes CO2 freizustellen. Und wenn ihr euch das hier unten mal anguckt, dann seht ihr also, das hat also letztlich. Ist es der Weg von der Fabrik über die Autonutzung bis zum Recycling soll auf null CO2 entsprechend reduziert werden. Und das bedeutet, es muss, und das steht auch in diesem Bericht sehr ausführlich drin, jedes einzelne eingesetzte Material muss durchdacht werden, jede einzelne Komponente muss durchdacht werden, wie das Ganze zusammengebaut wird, wie das Ganze wieder auseinandergenommen wird, wie diese Komponenten hergestellt werden, wo sie herkommen, wie sie verarbeitet werden. Alles das soll bis 2050 auf CO2 null, sage ich mal, kommen. Und das ist ein ganz schöner Anspruch, den Sie da haben. Das muss erstmal umgesetzt werden, wirklich vom Anfang bis zum Ende das ganze Ding CO2 freizustellen. Da gehört einiges zu, da gehört vor allem auch mehr dazu, als ich sage jetzt einfach mal, einfach nur eine Batterie in ein Auto einzubauen und mit Ökostrom zu laden. Weil wir lernen alle mehr und mehr dazu, dass die Ökobilanz eines jeden Produktes und in dem Fall eines Autos nicht nur abhängig ist davon, womit treibe ich das an, sondern auch, wo kommen die Rohstoffe her, wie wird es verarbeitet und was passiert nach der Nutzung. Beispiel hier für die Bemühungen, den gesamten Warentransportverkehr, die Logistik deutlich zu verbessern. Und ja, das kennt man auch häufig von anderen Firmen, dass sie einfach das Problem haben, dass zum Beispiel LKWs einfach mal leer durch die Gegend fahren. Und hier ist sozusagen auf der anderen Seite die Idee hinzugehen und zu sagen, also wir lassen unsere LKWs, die zum Beispiel, Zulieferteile transportieren, quasi immer in einem Kreislauf fahren. Die sollen aber nie leer fahren. Also hier ist mal das Beispiel: Vom Hafen werden die Teile zur Fabrik gebracht und dann werden die fertig erstellten Teile mit dem gleichen Lastwagen wieder zurück zum Hafen gebracht, um dann entsprechend verschifft zu werden. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Ansatz, der nicht nur ökologisch absolut sinnvoll ist, sondern natürlich auch wirtschaftlich absolut sinnvoll ist, denn jede Leerfahrt ist kompletter Unfug. So, dann haben wir als nächstes die Seite 28. Dann gehen wir einfach mal eine Seite weiter. Lasst euch bitte von dem Piepen nicht stören. Das ist meine Spülmaschine, die gerade fertig ist. Sie wird in wenigen Augenblicken aufhören zu piepen. Der Gesamtanspruch, eine Fabrik CO2-frei zu betreiben, der ist natürlich auch riesig hoch, denn das Hauptproblem sind nicht nur die Materialien, sondern auch die Energie, die dabei eingesetzt wird. Und Toyota geht hier ganz klar hin und sagt, wir machen das nicht nur über erneuerbaren Strom, sondern wir machen das auch über erneuerbar hergestellten Wasserstoff. Wenn wir hier an die Gigafactory von Tesla denken, dann haben wir dort den Ansatz, dass man sagt, Tesla nimmt sich erneuerbaren Strom aus dem Netz und nimmt Erdgas. Ich hatte in dem Video zu Tesla dargestellt, was sie mit dem Erdgas alles machen. Das sind vor allem so Schmelzprozesse, Trocknungsprozesse oder der Antrieb von Filtern, die Beheizung der ganzen Gebäude. Toyota spricht nicht von Erdgas, Toyota spricht von Wasserstoff und von grünem Wasserstoff. Und da kann man mal sehen, was das für ein Anspruch ist. Und hier finde ich schon einen fundamentalen Unterschied.
Und das muss ich ehrlich gesagt auch bei Tesla aus meiner Sicht zumindest ein bisschen kritisieren, dass sie hier so lockerflockig vom Einsatz vom Erdgas sprechen. Ich hätte ehrlich gesagt bei Tesla ein bisschen damit gerechnet oder es auch erhofft, dass sie von Anfang an eben auch Biogas einsetzen. Das ist ja auch da, das ist auch zertifiziert zu bekommen, ohne diesen Widerspruch zwischen Tank und Teller. Toyota spricht überhaupt nicht von Erdgas. Toyota spricht als ganz klares Ziel, wir wollen das mit Wasserstoff machen. Ist mal ein Unterschied und fand ich zumindest beim Lesen dieses Dokumentes sehr spannend. Dann eine Zahl, die ich gefunden habe und die ich persönlich eigentlich kaum glauben konnte und deswegen bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das richtig verstanden habe, sage ich ganz ehrlich. Und zwar gibt es hier eine Tabelle, die angibt, wie viel CO2 wird pro produzierter Unit, also Auto, ausgestoßen. Und wenn ich diese Zahlen hier und den Text richtig verstanden habe, dann sind sie bei 2019 bei 0,712 Tonnen CO2 pro produziertem Auto. Also 712 Kilogramm CO2 pro Auto. Und da muss ich sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, weil das kommt mir verdammt wenig vor. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann Hut ab. Das ist ein Durchschnittswert, der sich ergibt über alle Fabriken weltweit von Toyota. Ich sage aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Was ich aber sicher verstanden habe, ist dieses hier drüben. Das ist nämlich ein Beispiel dafür, wie man in einer Fabrik Energie sparen kann, zum Beispiel beim Transport von Türen zum Fließband. Und was sich so eigentlich auf den ersten Blick so, ich will nicht sagen lächerlich, aber so unbedeutend anhört, hat einen tieferen Hintergrund. Hier zum Beispiel oben ist das Bild dargestellt, da werden die Türen auf einem waagerechten Fließband oder auf einem waagerechten Förderband, besser gesagt, zum Fließband transportiert. Und klar ist, das muss natürlich angetrieben werden. Ne? Von alleine bewegt sich das nicht. Wenn man aber das Fließband schräg anordnet, dann nutzt man einfach die Schwerkraft aus, um diese Türen dorthin rollen zu lassen, wo man sie denn haben will. Und das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, aber Sie rechnen hier vor, dass hier deutlich Strom eingespart wird bei der Produktion eines Fahrzeuges. Einfach nur, indem die Türen und sicherlich auch andere Teile auf so einer schrägen Rampe einfach mal dorthin rollen, wo sie herkommen. Muss man auch erstmal drauf kommen. So, dann nehmen wir uns den Bereich Wasser vor. Ich muss mich ein bisschen sputen. Wir sind schon bei einer Viertelstunde und ihr wolltet schnellere und kürzere Videos haben. Wasser ist ja auch so ein Thema. Bei Tesla, logischerweise nicht nur bei Tesla und Toyota, sondern bei allen Herstellern. Und hier auch wieder mal nur so ein Beispiel, was man sich also überlegt hat. Also hier hat man, ich nehme einfach gleich mal hier die sozusagen, wie es jetzt verbessert wurde, nämlich das könnt ihr an den blauen Pfeilen hier sehr schön beachten, dass man also das Wasser, das man einsetzt, mehrfach nutzt in bestimmten Produktionsprozessen und dann sozusagen in einem weiteren Produktionsprozess, also im Reinigen der Karosserie und dann erst sozusagen in das Abwasser gibt. Also hier ist man dabei, den Wasserverbrauch zu optimieren. Allerdings muss man ehrlich auch sagen, und das schreiben Sie auch in Ihrem Bericht, dass Sie da nicht ganz auf Plan sind, denn der Wasserverbrauch pro Fahrzeug, der hat tatsächlich zugenommen in den letzten Jahren. Was Sie begründen mit der höheren Komplexität der Fahrzeuge und dass hier also noch ein großes Entwicklungspotenzial zu erschließen ist, um den Wasserverbrauch wieder dahin zu bringen, wo er mal war und auch weiter zu drücken. Bei Toyota wie auch bei Tesla ist das Thema Batterie und bei allen Elektrofahrzeugen ist das Thema Batterie natürlich ein ganz wichtiges Thema. Was macht man mit Batterien? Also, Sie schreiben zum Beispiel hier, dass Sie zum Beispiel bisher 41 Tonnen Magneten aus den Elektromotoren wieder zurückgewonnen haben. Also das wird wahrscheinlich vermutlicherweise sowas wie Neodym sein. Das ist ja eine seltene Erde. Dass sie 132.000 Batterien aus Elektrofahrzeugen wieder eingesammelt haben, die sozusagen den End-of-Life-Status erreicht haben, also definitiv im Auto nicht mehr genutzt werden können. 192 Hybridbatterien bei 13 Millionen Fahrzeugen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Batterien echt sehr lange halten. Und hier ein Beispiel, was man mit solch eingesammelten Batterien hat. Also auch hier ist wieder der Fall, die Batterien sind nicht tot, sondern sie haben nur an Kapazität verloren und werden hier in diesem Beispiel, das Sie hier genauer beschreiben, eingesetzt, um stationäre Speicher daraus zu bauen. Da nun die Hybridbatterien bei Toyota relativ wenig Kapazität haben werden, also sehr viele davon eingesetzt. Es gibt auch ein Video von denen, ein Beispiel, wo über 90 ausgediente Hybridbatterien eingesetzt werden, um einen kleinen Ort komplett autark zu betreiben. Da sind sie also genauso dann wie die anderen auch, finde ich gut. Auch bei dem Thema Recycling der Batterien gibt es sehr viele Aussagen in diesem Report. Inzwischen ist es bei Toyota zum Beispiel so, dass die Batterien also komplett stofflich wiederverwertet werden. Nicht nur, was sozusagen das Material an sich angeht, die wurden früher geschreddert und
dann zum Beispiel im Straßenbau eingesetzt und jetzt ist man also bereits so weit, dass man die Batterien alle problemlos einsammeln und auch wiederverarbeiten kann. Und das wollen sie auch weltweit schaffen bis 2050. Überall auf der Welt, überall, wo diese Stationen sind, auf jedem Kontinent können dann die Batterien eingesammelt und entsprechend recycelt werden. Dafür gibt es auch noch weitere Anstrengungen, wie zum Beispiel Videos, wie die Fahrzeuge leichter auseinandergenommen werden, leichter an die Batterien rankommt und so weiter. Überhaupt dieses Thema Fahrzeuge wieder auseinanderzunehmen, nimmt ja auch einen großen Raum ein. Die nennen auch hier so bestimmte, so ein paar Beispiele einfach. Die Verkabelung von bestimmten Teilen in dem Auto ist so verändert worden, dass es sich eben viel, viel schneller wieder auseinandernehmen lässt, auch früher. Sowas bezeichnet man auch als Eco-Design, also nicht nur daran denken, das Ding zusammenzubauen, sondern auch, wie kriege ich es hinterher wieder vernünftig auseinander. Ihr könnt ja mal, wenn ihr bestimmte Produkte kauft, ob es jetzt ein Kühlschrank ist oder ein Fernseher, mal auf das Label Eco-Design achten. Das würde nämlich dann zeigen, dass dieses Teil, was ihr euch da kauft, wesentlich leichter wieder auseinanderzunehmen ist. Ja, es gibt noch unendlich viel mehr zu erzählen über diesen Umweltbericht von Toyota. Wir sind gerade mal hier bei Seite 36 von Seite 61, aber ich glaube, das Wesentliche ist hoffentlich, ich hoffe, das Wesentliche ist deutlich geworden, nämlich ganz einfach, dass sich auch so ein Hersteller wie Toyota, der schon einen Ruf zu verlieren hat, intensiv Gedanken darüber macht, und zwar sehr, sehr breit aufgestellt. Bestimmte Dinge habe ich hier gar nicht genannt. Ich schneide es nur mal in zwei Sätzen an, nämlich das Engagement im Bereich der kulturellen Tätigkeiten in Japan ist für Toyota wahnsinnig wichtig. Dann nennen auch viele, viele Beispiele, wie sie Kultur aufrechterhalten, und die Ausbildung, das Engagement für Schulen, für Bildungseinrichtungen ist sehr, sehr groß. Und einen dritten Punkt nenne ich jetzt auch noch, der da drin steht, nämlich Toyota hat einen eigenen Wald angepflanzt, ein sehr, sehr großes Gebiet, wo sie also nicht nur Unterricht machen mit Schülern, sondern wo sie einfach auch dafür sorgen, dass ein bisschen Ausgleichsmaßnahmen dort auch stattfinden können. Also sie sind da wirklich an diesem Thema dran. So, jetzt ist natürlich die große Frage, ich habe das immer gesagt, es ist ein Vergleich von beiden. Es soll kein Benchmark sein, der eine ist besser, der andere ist schlechter, sondern es zeigt einfach, wie unterschiedlich Tesla und Toyota an diese Dinge rangehen. Tesla hat nun mal das Glück, quasi auf einem weißen Blatt Papier anfangen zu können. Bei denen ist die Produktion auch noch nicht sicherlich, was die Umweltauswirkungen angeht, da, wo sie mal hin soll. Bei Toyota natürlich auch nicht, aber wir dürfen noch nicht vergessen, der eine baut, sagen wir mal, 500.000 bis 1 Million Fahrzeuge pro Jahr, der andere ist schon bei 10 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Tesla wächst wahnsinnig schnell und Tesla muss natürlich auch zusehen, dass sie sozusagen mit ihrem Wachstum auch das Eco-Design ihrer Fahrzeuge und alles das, was hier angesprochen wurde, genauso umsetzt, denn nur daran, nur dann funktioniert die ganze Geschichte. Und was ich bei Toyota einfach faszinierend finde, ist, dass sie wirklich diesen Anspruch haben, bis 2050 kontinuierlich ihr gesamtes Unternehmen entsprechend umzubauen. Das ist bei weltweiten verteilten Fabriken, Hunderttausenden Angestellten sicherlich nochmal eine andere Hausnummer, als das bei Tesla im Moment ist. Also wir drücken beide die Daumen. Es ist wichtig, dass alle Firmen sowas machen, nicht nur die Autohersteller, sondern wenn es um jedes Produkt geht, ob es ein Handy geht, ein Tablet, was auch immer. Das muss so gemacht werden. Ihr könnt natürlich immer einen Beitrag dazu leisten, indem ihr beim Kauf auf solche Dinge achtet. Also nicht einfach vielleicht blind das neue Super-Smartphone kaufen, sondern einen Augenblick abwarten und gucken, gibt es da nicht noch vielleicht was, was ein bisschen mehr in Richtung Eco-Design geht, austauschbare Komponenten, was auch immer. Also das umfasst unser gesamtes Leben, unseren gesamten Konsum. Spannender Bericht, wirklich. Ich bin ziemlich beeindruckt. Es zeigt auch mir immer wieder, es ist klar wichtig, dass ein Auto keinen Auspuff hat, aber es geht insgesamt einfach auch noch um ein bisschen mehr. Vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, gebt mir gerne einen Daumen nach unten. Schreibt auch einen entsprechenden guten Kommentar, dass wir verstehen, was wir in unseren Videos besser machen können. Bitte abonniert den Kanal, das ist ganz, ganz wichtig. Aktiviert auch die Alarmglocke, damit ihr immer informiert seid, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Das soll es gewesen sein. Es sind leider wieder 24 Minuten geworden. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, beim nächsten Mal wieder kürzer zu werden. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.